Die vergangenen Wochen waren für die SPD im Rathaus weiß Gott nicht einfach. Erst stürzt Sozialreferentin Brigitte Meier über die Kostenrückerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und dann wird auch noch Alexander Reißel bei seiner Wiederwahl zum Fraktionschef von den Genossen mit 9 Gegenstimmen abgewatscht. Ein Drittel bzw. 2 Jahre der Amtszeit sind vorbei und eine so richtig prickelnde Feierstimmung dürfte wohl nicht aufkommen. Champagner, Sekt oder eher doch der Piccolo? Also sagen wir mal, lassen wir die Schaumweinebene ganz raus, aber eine halbe kann man sich schon aufmachen. Was wir beobachten ist in diesen letzten zwei Jahren ist, dass in den Verkehrsthemen, den Bürgerbeteiligungsthemen so der große Wurf nicht kommt. Diese Kritik prallt an der SPD offenbar ab. Beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs habe man Fahrt aufgenommen, so die Sozialdemokraten. Für die geplante U-Bahn-Verlängerung der Linie U5 nach Pasing würden die Vorbereitungen für den Planfeststellungsantrag laufen. Der erste Spatenstich soll noch in dieser Wahlperiode stattfinden. Die weitere U-Bahn-Planung für uns, für die SPD-Fraktion unabdingbar, ist das Thema U9, also diese Entlastungs-U-Bahn in der Innenstadt. Die Grünen wollen viel lieber wissen, wann endlich die Tram-West-Tangente kommt. Denn SPD und CSU haben das Schienenprojekt immer noch nicht auf den Weg gebracht. Es muss eine konsequente Haltung jetzt mal aufgezeigt werden, weil die Planer können nichts mehr planen. Die CSU ist immer noch nicht mit den Planungen einverstanden, besonders was die Auswirkungen auf den Autoverkehr betrifft. Erst kürzlich hat man das dem Oberbürgermeister schriftlich mitgeteilt. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr auf alle Fälle einen Weg finden, zu einer Entscheidung zu kommen. Beim Thema Wohnungsbau klopft sich die SPD selbst auf die Schulter. So habe man ein 250 Millionen Euro umfassendes Sonderprogramm für den sozialen Wohnungsbau eingebracht. Unsere Zielzahlen künftig sind 1250 Wohnungen pro Jahr durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften und in München sollen insgesamt 8500 Wohnungen entstehen. Wenn die Stadt wirklich beim Wohnungspolitik den Akzent setzen will, dann müssen wir aufhören, eigene Flächen zu verkaufen. Jede Menge Geld benötigt die Stadt dringend für viele geplante Großprojekte. Ob nun die erforderliche Sanierung des Kulturzentrums Gasteig oder aber anvisierte neue Straßentunnel. Die macht es dringend erforderlich, dass wir unseren Überblick verschaffen und zwar auch zeitlich gestaffelt. Wann steht was an? Was bedeutet das für die Finanzen? Was bedeutet das für die Finanzierbarkeit? Wir diskutieren Projekte, die schon seit Jahren beschlossen sind und eigentlich jetzt mal durchgeführt werden müssen. Aber wir diskutieren nicht das Geld, was wir in die Tunnels reinstecken. Vieles ist noch abzuarbeiten, bevor in 3 Jahren der nächste Wahlkampf beginnen dürfte.